Moin Moin Freunde, hier ist Sascha und ich begrüße euch heute zu einem neuen Overwatch-Video. Heute mal ein ganz kurzes, flottes Video am Abend, deswegen auch ohne Webcam oder irgendwas aufgenommen. Ich möchte das einfach an euch raushauen. Ja, seit einer Woche fragen wir uns, wann geht das Winterwunderland los? Und wir haben eine Antwort, die haben wir gestern am Samstag schon bekommen. Ich war mir echt fast relativ sicher, dass wir heute, aber wenn sie samstags anfangen zu teasern, das Event, den ersten Skin-Reveal bekommen. Und genau den haben wir bekommen. Während man uns im Trailer schon, nämlich gestern, Flöckchen gezeigt hat, ihr seht das gerade im Hintergrund, Flöckchen war so ein kleiner Pinguin, der diesmal Eier ausbrütet, also sehr, sehr cute an der Stelle. Sieht es jetzt so aus, dass heute der erste legendäre Skin enthüllt wurde und das ist Pinguin May. Ja, passend natürlich zum Winter-Event, ist jetzt nicht unbedingt ein Skin, der weihnachtlich ist oder sowas, aber ja, es passt natürlich gut zu diesem Winter-Thema. Ich muss zugeben, ich finde den Skin gleichzeitig mega cute und gleichzeitig sehr verstörend, gerade diese Augen von dem Skin. Ja, ihr seht das Ganze gerade im Hintergrund. Wir sehen tatsächlich hinten auf dem Rücken den Container. Das finde ich tatsächlich ein sehr schönes Detail, dass sie hier ein bisschen mehr bearbeitet haben. Denn in dem Container, wo ja eigentlich diese Kryo-Fähigkeit drin ist oder dieses Kryo-Gel, befindet sich ein Ei, was hier ausgebrütet wird. Also Flöckchen, der oben als Pinguin drauf sitzt, brütet quasi sein eigenes Ei aus. Ja, super coole Idee eigentlich. Ja, und dazu May natürlich mit diesem riesigen... Ich weiß nicht, ob es ein selbstgebastelter Pinguin-Anzug ist, hat einen Schal um. Also es ist ein sehr kurioser Skin, sagen wir es mal so. Gleichzeitig, mir gefällt er aber sehr, sehr gut. Ja, Dienstag, wie gesagt, beginnt das Event. Wir können damit rechnen, dass es circa 20 Uhr losgeht. Es gab für die PC-Spieler auch schon einen Preload. Der ist diesmal ein bisschen größer. Wird vermutlich daran liegen, dass wir sehr wahrscheinlich das Priority Pass-System auch auf den Live-Servern kriegen. Also dürfte ein etwas größerer Patch sein. Wenn ihr Bock habt, ich werde Dienstagabend ab circa 18 Uhr für euch auf Twitch live sein. Das heißt, nachdem wir letzte Woche jetzt oder diese Woche jetzt zweimal vergeblich auf das Event gewartet haben, ist es jetzt soweit, dass wir dann uns wirklich auf das Event freuen können. Wir zocken zusammen, es wird ein paar coole Giveaways geben und ja, dann schauen wir uns die ganzen Cosmetics und alles natürlich an. Letztes großes Overwatch-Event für dieses Jahr, ob es irgendwelche Variationen gibt, das heißt... Wird die Schneeballschlacht angepasst? Wird das die Yeti-Jagd angepasst? Was genau wir da bekommen, werden wir sehen. Haltet eure Erwartungen gering. Der Großteil wird vermutlich einfach wieder neue Skins sein. Und ja, den ersten haben wir gesehen. Es kann definitiv sein, dass wir morgen Abend einen weiteren Skin sehen. Dass sie uns halt zwei Skins vorm Winterwunderland anteasern. Und das Event wird dann von 15. bis zum 2. Januar laufen. Also länger als jedes bisherige Winterwunderland. Bisher hat es am 1. oder 2. geendet. Liegt aber daran, dass es auch ein bisschen später losgeht.